Die Nachricht des gestrigen Tages war, dass die US-Wirtschaft im ersten Quartal überraschenderweise rückläufig war. Und wenn wir uns mal die Wall Street-Indizes angucken, dann sehen wir, die sind massiv gestiegen. Gibt es da einen Zusammenhang? Hurra, hurra, die Rezession kommt vielleicht. Sagt sich der eine oder andere, ja, guckst du, wenn die USA vor einer Rezession stehen, dann kann die Fed doch die Zinsen gar nicht so stark anheben. Und das wiederum ist gut für Aktien. Dementsprechend eben diese Rallye gestern. Wir wollen uns das Big Picture mal anschauen. Und gucken zunächst mal auf das, was da gestern an Daten reingekommen ist. Hier sehen wir, dass vor allem das Handelsbilanzdefizit ziemlich das US-BIP belastet hat. Das heißt, die Exporte waren relativ schwach. Das wirkt sich dann negativ auf das Handelsbilanz, auf die Handelsbilanz aus. Und dann haben wir das sogenannte Inventory Growth nicht so stark wachsen sehen. Also die Lagerhaltung ist nicht so stark gewachsen. Auch das wirkt sich negativ aus. Warum sind die nicht gewachsen? Nun ja, Lieferengpässe, Materialmangel, die Firmen, die haben nicht volle Lager, sondern leere Lager. Das also hat alles belastet. Andere Dinge wie Konsum waren eigentlich in Ordnung. Also kein ganz großer Beinbruch. Jedenfalls hat dennoch Janet Yellen, die Finanzministerin, gewarnt, noch weitere Schocks und dann kriegen wir wirklich Probleme hier in der Wirtschaft. Goldman Sachs hat jetzt gesagt, ja, Fed-Erwartung jetzt zweimal 0,5% Zinsanhebungen und dann in 0,25er Schritten. Das ist das, was die Goldmänner jetzt von der Fed erwarten. Die Wall Street gestern euphorisch, Dow 1,85%, S&P 2,5%, Nasdaq knapp über 3%. Wir sehen Communication Services 4%, wir sehen Technology 4%, Energie, Consumer Discretionary und ganz hinten Utilities, also defensive Werte, Healthcare, Consumer Staples eher nicht so gut. Also es war eine absolute Risk-on-Rally. Wie weit geht die? Die kann noch weitergehen, denn wie Nomura sagt, wir könnten jetzt so eine Art Short-Squeeze sehen. Es sind sehr, sehr viele Puts draußen. Da haben sich viele massiv abgesichert und wir sind nach wie vor ziemlich exakt in diesem Muster von 2008. Und da könnten wir eben jetzt durchaus nochmal weiter steigende Kurse sehen. Das würde genau reinpassen. Hier sehen wir nochmal vergleichsweise hohe Put-Volumes. Es gibt zwar nach wie vor weniger Puts als Calls da draußen, aber es ist doch ein sehr sportliches Put-Call-Ratio, was wir hier sehen. Dann sehen wir die Stimmung der Privatinvestoren in den USA. 16%, 17% sind bullish, die anderen neutral oder eben vor allem bärisch. Also das schreit nach einem Short-Squeeze und den haben wir gestern ja schon gesehen. Teilweise ging es sehr massiv nach oben. Interessant ist, dass trotz des schwachen Pips die Fed Fund Futures, also die Märkte, die die Zinsentwicklung einpreisen, dennoch ihre Zinsanhebungserwartungen nochmal gesteigert haben, während sich die Erwartungen dann folgender Zinssenkungen, eben weil die Wirtschaft in den USA in eine Rezession geht, nicht wirklich verändert haben, sehr volatil waren, aber in der Summe nicht wirklich verändert haben. Das heißt, die Zinsmärkte spielen dieses Spiel nicht, was die Aktienmärkte teilweise spielen. Die spielen, nämlich die Aktienmärkte an der Wall Street, die spielen das eben aufgrund von Mechanik, Short Squeeze auf der einen Seite, bärische Stimmung auf der anderen Seite, aber das eigentliche Problem ist nicht weg, denn die Fed wird dennoch die Zinsen massiv anheben, deswegen sehen wir wahrscheinlich jetzt nur einen Bounce nach oben, werden aber nochmal neue Tiefs sehen, damit dazu gleich mehr. Jetzt sehen wir jedenfalls, dass die Financial Conditions sich ein bisschen gestrafft haben, auch durch den Abverkauf der Aktienmärkte, aber je stärker die Aktienmärkte jetzt wieder nach oben laufen, umso laxer dann wieder die Finanzkonditionen. Diese Financial Conditions sind es ja, die die Fed unbedingt straffen will, um die Inflation in den Griff zu kriegen. Hier sehen wir mal die Inflation. Heute frische Daten, 14.30 Uhr PCE, Verbraucherpreise zum Vormonat erwartet 0,3%. Zum Vorjahresmonat erwartet 5,3% PCE, Personal Consumption Expenditure, ist in den 70er Jahren erfunden worden in einer Zeit heftiger Inflation. Da wollte man dann eben versuchen, diese Inflation ein bisschen schön zu rechnen, ohne Nahrung und Energie. Also das, was eh keiner braucht, hat man sich gesagt, dann rechnen wir das raus. Also das ist schon an sich eine fast absurde Berechnungsgröße, hier Nahrung und Energie rauszunehmen, weil das ist, was die Leute wirklich brauchen. Aber sei es drum, jedenfalls 14.30 Uhr heute die Daten, dann werden wir sehen, was kommt. Wie reagieren eigentlich Märkte in einer Rezession? Und insgesamt sehen wir, dass Bärenmärkte dann besonders scharf sind, wenn dann wirklich auch eine Rezession folgt. Wir sehen insgesamt, dass die Märkte vor einer Rezession, nämlich ein Jahr, in diesem Zeitraum ein Jahr vor einer Rezession, schwach sind, aber nicht, wenn die Rezession beginnt. Dann
ist es normal mit dem Bärenmarkt schon wieder vorbei. Dann ist ein Boden gefunden. Das heißt, die Zeit vor der Rezession ist die schwierige. Dementsprechend würden wir jetzt im nächsten Quartal nochmal negativ sein. Dann könnte es sein, dass der Boden gefunden ist. Jedenfalls legen das die Daten der letzten Rezessionen nahe, die hier mal in einer Grafik dargestellt sind. Ja, dass diese Rallye jetzt an den Aktienmärkten gekommen ist, nicht so fürchterlich überraschend. Wir hatten positive Divergenzen auf breitester Front, wie die Intermarktanalyse zeigt. Jetzt sind wir beim Triple Q, also beim Nasdaq, maßgeblich Nasdaq ETF, ein bisschen schon overdosed gewesen, gestern zum Handelsschluss. RSI bei 80 fast, also da war man schon ein bisschen überkauft. Wir sehen hier mal Projektionen, wie das Ganze weitergehen könnte. Oben S&P 500, unten der Nasdaq. Wir haben jetzt hier durchaus schöne Umkehrkerzen gebildet, bullische Signale gebildet. Die könnten noch weitergehen, kombiniert mit diesem Short Squeeze, kombiniert also mit dieser Mechanik. Und dann kommt der nächste Abschwung, der dann ein neues Tief innerhalb des bestehenden Abwärtstrendkanals, der sowohl beim S&P 500 als auch beim Nasdaq als auch praktisch bei allen Indizes, die groß sind in den USA und Europa, der Fall ist. Wir sind in einem intakten Abwärtstrend, sehen wahrscheinlich eine Rallye innerhalb eines intakten Abwärtstrends, testen dann die untere Trendbegrenzung in diesem Abwärtstrend. Das dürfte beim S&P 500 so in diesem 3900er Bereich sein. Jetzt sind wir bei um und bei 4.300, also 400 Pünktchen sind da noch drin, 10% wäre das, was dann nochmal nach unten kommt. Jenseits der Frage, wie weit wir jetzt nochmal nach oben gehen, das muss man sehen. Gestern hatten wir ja Big Earnings Day mit Apple und Amazon. Amazon kam zunächst und war ziemlich enttäuschend, vor allem hat man Verlust geschrieben pro Aktie. Dann die Apple-Quartalszahlen. Alles wieder besser, die Apple-Aktie zunächst gestiegen, vor allem wenn man einen Aktienrückkauf im Volumen von 90 Milliarden Dollar macht, net slash, das ist mehr als viele Länder an Bruttoinlandsprodukt in einem Jahr haben, aber wir sehen dann, dass die Apple-Aktie doch wieder ein bisschen runtergekommen ist, nachdem der Finanzchef von Apple gesagt hat, ja, wir haben Probleme mit Supply Constraints, also Lieferprobleme. Viele, die für Apple produzieren, sind ja in China, sind derzeit von Lockdown-Maßnahmen betroffen. Man rechnet mit einem weniger guten Umsatz oder von einem Effekt von 4 bis 8 Milliarden Dollar. Dadurch die Aktie dann nachbörslich nochmal ins Minus gekommen. Bin mal sehr gespannt, wie Apple heute agiert, wie Amazon agieren wird, die gestern 10%, 9% verloren hat nachbörslich. Also das hat richtig geknallt. Bei beiden sehen wir, dass das Revenue Growth immer weiter nach unten geht, also Umsatzwachstum ist natürlich schwierig. Je höher ich im Volumen komme, umso schwieriger ist es prozentual dann nochmal zu wachsen. Aber wir sehen doch, dass das ganz große Wachstum wohl längst vorbei ist. Hier mal ein paar Kennziffern. Wir haben ja jetzt noch diese Dickfische am Markt. Wir haben eine Google, die Schwierigkeiten hat. Wir haben eine Meta, die abgestürzt ist nach den Zahlen, die jetzt auch nicht so toll waren. Sich ein bisschen wieder erholen konnte, aber noch weit weg ist von vorherigen Hochs. Wir hatten eine Netflix, die massiv abgestürzt ist. Jetzt haben wir eine Amazon, die Schwierigkeiten hat. Wir haben also eine Microsoft und eine Apple, die noch ganz gut dastehen. Schauen wir uns mal die Bewertungskennziffern an. Price to Earnings, Twitter 128, Tesla 120, Amazon 44, Microsoft 29, Apple 26, Google 21, so wie der Durchschnitt im S&P 500. Und Price to Sales, also Marktbewertung zu Umsatz, ist Tesla am teuersten? Echt jetzt? Das wundert mich. Microsoft bei 11, Twitter 8, Apple 7, Google 6, der S&P 500 2,7. Also wir sehen, die Dickfische sind jetzt nicht gerade so super günstig bewertet, gar keine Frage. Da wird Geld bezahlt dafür, dass die diese Stabilität haben. Aber wir haben jetzt schon einige gefallene Engel. Microsoft und Apple stehen eigentlich jetzt noch weitgehend unverwundet da, auch wenn Apple eben jetzt gewarnt hat. Und wir sehen, dass es andere dagegen schon deutlich erwischt hat. Zum Beispiel Tesla ist gestern ja auch deutlich gefallen. Ein Grund, wahrscheinlich der wesentliche Grund dafür, ist, dass Elon Musk wohl 4 Tesla-Aktien im Wert von 4 Milliarden Dollar verkauft hat. Jetzt sagt er aber, jetzt sind keine weiteren Verkäufe mehr geplant. Er will ja Twitter kaufen. Und das alles hat meine zweitbeste Freundin Cathie Wood ja schwer getroffen, die mit ihrem ARK Innovation jetzt gut 70%
runtergekommen ist. Sobald die 90% erreicht sein werden, schreibt Peter Schiff, sollte sie sich besser gute Anwälte zulegen, denn sie wird wahrscheinlich richtige Probleme von der SEC und von Anlegern bekommen, denn sie macht ja wahnsinnige Versprechungen und sagt, ja, ich rechne damit, dass ich 50% Performance im Jahr erreichen werde mit diesen Werten, die ich im Depot habe. Tesla wird auf 4.600 Dollar steigen, 2.800 im bärischen Fall und so weiter und so fort. Das sind natürlich massive Prognosen, die wahnsinnig gefährlich sind, finde ich. Damit werden Anleger in eine solche Anlage getrieben, die per se keinen Sinn macht. Vielleicht kann man jetzt mal den ARK aus tradingtechnischen Gründen kaufen für einen Bounce nach oben. Aber wenn wir sehen, was da schon kaputt gegangen ist, jedenfalls hat hier Elon Musk den Aktionären von Tesla damit keinen Gefallen getan. Da sind durchaus schon gute Gelder verloren gegangen, 180 Milliarden Dollar, Stalingrad und Pursky schreibt, also Tesla war ohnehin schon der überbewertetste Bubble Stock in der menschlichen Geschichte vor der geplanten Akquisition von Twitter durch Elon Musk und ist es nach wie vor. Das sind natürlich bösartige Einschätzungen, meine Damen und Herren, die dürfen Sie keinesfalls übernehmen, ja, weil sonst kriegen Sie Schwierigkeiten mit der Glaubensgemeinschaft. Die Glaubensgemeinschaft Cathie Wood ist derzeit ein bisschen schüchterner. Hier sehen wir eben die ARK Innovation Top Holdings. Gestern ja Teladoc, ihre drittgrößte Position, hat sich praktisch halbiert, nachdem es vorher schon 80% nach unten ging. Und Tesla steht noch relativ am besten da. Zoom, ihre zweitgrößte Position, 83%. Also wir sehen wirklich, wie Sven Hendrik hier sagt, praktisch unterhalb der Dickfische. Also diese Werte aus der zweiten Reihe weitgehend, da sehen wir Crashes wie zuletzt beim Blasen der Dotcom-Blase. Und es sind eben nur noch die Dickfische, eine Apple, eine Amazon, die das halten, eine Microsoft vor allem. Jetzt Amazon, die Frage, werden die heute abstürzen? Wie wird sich die Apple-Aktie verhalten? Das werden die entscheidenden Fragen heute für die weitere Entwicklung sein. Kommen wir jetzt mal zu something completely different. We come to China. Und hier sehen wir mal ein paar Konjunkturdaten. Hier eine Provinz im Nordosten mit einem Rückgang des BIPs von minus 7,9%. Huawei meldet Umsatzrückgang. Shanghai, die Einzelhandelsumsätze massiv gefallen. Einzelne Industriezweige, einzelne Firmen, die wirklich schlechte Zahlen bringen. Und jetzt sagt sich die Regierung, okay, jetzt müssen wir langsam wieder Stimulus machen. Man überlegt jetzt zweimal noch den Reserveanforderungssatz für Banken zu senken. Also das, was sie praktisch an Eigenkapital für Kredite hinterlegen müssen, wenn sie die vergeben. Und wir sehen, dass jetzt die Börse hatte praktisch die Transaktionsgebühren für das Trading halbiert. Die Tech-Aktien in China daraufhin mit einer Rallye von 6%. Also denen geht richtig die Muffe, die müssen jetzt all in gehen. Das tun sie gerade. Dadurch entsteht diese tektonische Spannung zwischen der Fed einerseits und anderen Notenbanken, wie vor allem der EZB, der Bank of Japan, die völlig von der Rolle ist, und dann die Chinesen, die jetzt versuchen, ihre Wirtschaft, die sie selber kaputt machen, mit diesen Lockdowns wieder anzuschieben. Also es geht fast grotesker nicht. Und wenn wir jetzt hier mal in die Eurozone kommen, da werden wir heute aus Europa die Verbraucherpreise sehen. Frische Daten, 7,5% erwartet wie im Vormonat. Und hier sehen wir mal unten die sogenannte Real Interest Rate in Deutschland nach Statistik der EZB. Da sind wir jetzt so tief wie noch never ever in history bei knapp minus 8%. Und ja, da hat man sich mit der Inflation ein bisschen verrechnet. Hier ein Tweet der Europäischen Zentralbank. Ja, unsere Mitarbeiter haben largely underestimated surging inflation. Also wir haben uns da ein bisschen vertan. Echt jetzt? Ich dachte, die haben das genau vorhergesehen, gell? Aber jetzt haben sie gesagt, ja, das suggeriert, dass wir hier es mit unvorhersehbaren globalen Faktoren zu tun gehabt haben, gell? Also, ja, okay, Ukraine-Krieg kann man sagen, okay, aber die Inflation war ja schon Monate davor immer viel höher als erwartet, wegen Lieferengpässen, wegen Corona vor allem. Also man hat so falsch gelegen wie never ever before, und jetzt glaubt man, dass man dann die richtige Geldpolitik macht, wenn man schon nicht mehr in der Lage ist, auch nur einigermaßen die Wirklichkeit einzuschätzen. Deswegen bin ich übrigens der Meinung, dass man die EZB abschaffen sollte. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon von mir mal gehört haben. Ich will es auf jeden Fall mal gesagt haben, and the ECB. Und
Ja, es ist so hier, wenn wir also jetzt wirklich gucken wollen, dass die Dinge inflationär nicht wie in Simbabwe ausgehen, dann müssen wir dafür sorgen, dass es einen Mangel an Nullen gibt. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Bei der EZB selber gibt es keinen Mangel an Nullen, was das Mitarbeiterpersonal betrifft. Gell? Das ist, da hat man genug und man ist ja in der Lage, Geld zu drucken. Also mit den Nullen, da hat die EZB keinen Mangel. Aber das wäre vielleicht einmal eine Lösungsmöglichkeit. Wir erklären einen Mangel an Nullen. Ja? Und dann haben wir die Inflation im Griff. Auf die Idee ist noch keiner gekommen. Deswegen hier mein Vorschlag. Und abschließend, meine Damen und Herren, noch ein Hinweis. Wenn wir die ganze Gemengelage mal zusammenfassen, Wirtschaft, Fed, Zinsumfeld, Lockdown, China, Ukraine, das hat mein Kollege Wolfgang Müller gemacht in einem wunderbaren Artikel S&P 500 und Nasdaq, Ballung der Belastungsfaktoren, wo Pro und Contra, wo die verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden, werde ich Ihnen unter dem Video verlinken und sage jetzt Servus und Ciao.